Einzige, was ich schlecht finde, ist, dass das nicht so oft hier stattfindet. In dem Gebiet Stuttgart. Ja, also öfter. Worte der Zufriedenheit sowohl von Seiten der Besucher als auch der Aussteller bei der T5 Jobmesse im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Rund 800 vorausgewählte Besucherinnen und Besucher informierten sich bei den Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Life Sciences, IT, Medizintechnik und Pharmazie über aktuelle Stellenangebote. Konkret für unsere freien Stellen haben wir Kontakte sammeln können, Interessenten gefunden, sogar eine Auswahl, aber auch darüber hinaus. Also perspektivisch gesehen, wenn wir uns überlegen, wo wollen wir denn hin als Unternehmen, wie sieht denn unsere Unternehmensstrategie aus, haben wir da auch ganz tolle Kontakte knüpfen können, internationale Kontakte auch knüpfen können, was wir ganz für notwendig erachten und was wir gar nicht so vermutet hätten, vielleicht auch hier heute. Das T5-Karriereportal unterstützt Arbeitgeber beim Recruiting und Employer Branding. Bestandteile des Karriereportals sind eine Jobbörse für Fach- und Führungskräfte sowie die Präsentation von Arbeitgeberporträts im elektronischen Firmenportal Arbeitgeber A bis Z. Die deutschlandweiten T5-Jobmessen runden das Angebot ab. Wir sind mit der T5-Messe sehr zufrieden. Wir gehen auch schon seit mehreren Jahren hierher. Die Organisation ist gelungen, wir werden hier am Tag wirklich gut betreut. Wir wissen, die Bewerber, die hier am Stand sind, sind auch gezielt ausgewählt. Also wir sind rundum zufrieden mit der Messe. Die Messe war für uns ein voller Erfolg, weil wir sehr viele gute Gespräche geführt haben mit interessierten Bewerbern. Und wir waren permanent im Dialog, in spannenden Gesprächen, haben sehr viele interessante Kontakte geknüpft. Meine Eindrücke von der diesjährigen T5-Jobmesse in Stuttgart sind sehr gut. Ich habe sehr gute Gespräche führen können mit vor allem TA-Absolventinnen und Absolventen von der TA-Schule, was ja auch unser Zielpublikum im Moment ist. Wir suchen ja Bewerber für unsere Stellen in der Produktion und Qualitätskontrolle und freuen uns da über den Zulauf von chemisch-technischen oder biologisch-technischen Assistenten. Anlässlich des großen Bedarfs an technischen Assistenten der ausstellenden Unternehmen wurde bei dieser Jobmesse erstmals ein Programm auf die Beine gestellt, das Arbeitgeber gezielt mit angehenden technischen Assistenten zusammenbringt. Wir finden die Veranstaltung sehr gut, weil wir eben auch sehr viele TAs suchen. Wir nutzen außerhalb davon auch noch den Kontakt persönlich an Schulen zu gehen, aber hier ist nochmal eine sehr gute Möglichkeit, es auch komprimiert zu haben. Es war sehr interessant, weil manchmal fehlen die Informationen, wo man genau als TA dann arbeiten kann. Und das war sehr gut, dass es da eine Veranstaltung dafür gibt, nur für die TAs. Ein reger Gedanken- und Informationsaustausch fand auch wieder nach den zahlreichen Unternehmensvorträgen statt, die von rund der Hälfte aller Jobsuchenden der Messe besucht wurden. Der Eindruck von der T5-Messe ist für mich jetzt persönlich ziemlich gut. Ich hatte schon mehrere interessante Gespräche. Ich denke, man kommt hier ganz gut an die Arbeitgeber ran. Findet auch auf jeden Fall viele, die man sonst nicht auf dem Radar hätte. Ganz allgemein, sehr gut. Eine interessante und erfolgreiche Veranstaltung, die T5-Jobmesse in Stuttgart. Termine für weitere Messen in diesem Jahr sind 28. Juni Berlin, 11. Oktober Hamburg und das T5 Career Forum in Kooperation mit Medica am 16. November in Düsseldorf.